Also das ist jetzt ein anderer Treiber, den habe ich von Axel. Und wenn ich da jetzt hier auf rechts, links gehe, ne, dann läuft der einwandfrei. Egal welche Schritteinstellung, wie gesagt, ich einstelle, hier an den Dip-Schaltern, tut sich nichts. Es bleibt genau die gleiche Geschwindigkeit, alles bleibt gleich, als ob die gar nicht existieren würden. Kann mir da vielleicht jemand helfen von euch?